Jo, willkommen zurück zu Trine 3 oder man könnte sagen zu einem neuen Projekt. Wir haben uns überlegt, dass wir auf unserem Kanal endlich mal den Nachfolger von Trine 1 und Trine 2 spielen, nämlich Trine 3. Wir sitzen hier jetzt zu dritt, damit wir das Spiel auch bewältigen können. Alleine ist es bestimmt viel schwieriger und wir sind hier als Team. Wir werden das schon irgendwie schaffen und ja, wir haben uns mal wieder unseren Gast Johann mit eingeladen. Vielen Dank, Johann, dass du Ja, dabei bist. immer doch. Sehr gut. Aber wir sind ja schon praktisch Veteranen in der Franchise. Ja, diesmal gibt es eine Neuerung. Es geht in die dritte Dimension. Hm, Trine mal 1 und sehen. Trine 2 waren ja 2D. Und Trine 3 ist jetzt 3D. Und wir kennen, also ich kenne nichts. Ich glaube, die anderen kennen auch nichts. Kennt ihr irgendwas von dem Spiel? Nee, gar Ja, nicht. wusste gar nicht, dass es gibt. Okay, who's in charge? Wir fangen einfach ein neues Spiel an, würde ich sagen. Jupp. Man kann einfach ein Unsere Einzelspielerspiel starten. Geschichte beginnt an der Astralakademie, der größten Zauberschule im Königreich. Die Akademie bewahrte viele magische Geheimnisse. Und die Zauberer hatten geschworen, sie zu hüten. Eines Tages versuchte ein schreckliches Monster, das Eingangstor zu durchbrechen. Wie seltsam! Das Monster ist immun gegen unsere Magie. Nach allem, was hier in letzter Zeit vorgeht, glaube ich allmählich, dass wir Hilfe von außen benötigen. Ich werde frei sein. Lasst uns Hilfe holen. Wir brauchen unsere Helden. Sonst ein Stichwort. So. Also, wir sind jetzt hier im, ich glaube, das ist der Level-Auswahlbildschirm. Und im Moment sind wir natürlich alleine, das ist doof. Wir wollen mehr Leute sein. Das heißt, Spieler 1 ist schon da und Spieler 2 und 3 müssen Start drücken. Jo. Haben wir gemacht. Haben wir gemacht. Dann legen wir los. Dann sollten wir jetzt alle dabei sein. Jo. Und jeder möge seinen Charakter auswählen. Gut. Ich bin die Diebin. Ich bin der Zauberer. Na, und ich bin der Ritter. Alles klar. Die klassische Formation. Wie immer. Und hier kann man jetzt schon rumlaufen. Keine Ahnung, hier das Kapitel kostet 500 Dreiecke, um es freizuschalten. Wir haben aktuell 0, wie man rechts oben sieht. Und ich glaube, da hinten hat es geleuchtet. Da können wir starten. Wollen wir mal Gut, hin? ja. Was haben wir für eine Wahl? Also hier geht's los. Taste 5. Taste 5 müsste L2 sein. Genau, es geht los. Die drei Helden. Pontius. Pontius ist der Ritter, also Timo. Ist richtig, oder? Ja. Genau. Und da sehen wir schon, hier können wir 50 von diesen Dreiecken einsammeln. 12 im Vogelscheuchenlager und so weiter und so fort. Und wir legen einfach mal los. Das Königreich steckt in Schwierigkeiten. Wer könnte da helfen? Aber natürlich die drei Helden aus unserer Geschichte: Amadeus, Pontius und Soja. Früher hatten die drei ein ganz normales Leben geführt. Damals bestimmten ihre Taten noch nicht das Schicksal ganzer Königreiche. Zumindest nicht, bis ein schicksalhafter Fund ihr Leben für immer veränderte. Denn sie fanden den Trine, das Artefakt der Seele. Gut, dann mal los. So, Level 1 geht los. Damals war Pontius, ein tapferer Ritter und Beschützer des einfachen Volkes, mitten bei der Arbeit. Sieht Er mega nach Arbeit verfolgte aus. einen Dieb, der einer armen Bauernfamilie ein Schaf gestohlen hatte. Dieser Tu-nicht-gut muss sich hier irgendwo verstecken. Ich werd ihn kriegen.
Sonst will ich nicht länger Pontius der Mutige heißen. Gut, okay. Oh. Wir sind jetzt drei Ponti... Ponti-i? Ponti-i. Und, ja, da müssten wir uns um diesen Dieb kümmern. Wir müssen jetzt einen Dieb finden, genau. Ah, könnte man hier noch was zerstören? Einfach draufhauen, oh, überall. Moment. Was gibt's denn hier? Ja, zerlegen wir erstmal die Umgebung. Oh, jetzt sind wir nur noch zwei Ponti-i. Was ist passiert? Wer ist gestorben? Ich bin oben. Warte, wir sollten ein bisschen vorsichtiger mit unseren Schwertern sein, oder? I, was ist das? Ach, da kommt dann wieder. Ey, Typ, alles klar bei dir? Ah, da sehen wir auch gleich, was passiert, wenn man stirbt. Hm. Man kommt wieder mit halber Energie, ja. Füllt sich dann aber recht schnell auf. Ist ja abgefahren. Okay, dann sollten wir vielleicht weitergehen. Da ist schon so ein Dreieck. Wo? Hier, hinter der Riesenmelone. Ah, sehr schön. Nimm das, Riesenmelone. Oh, da ist noch eins. Was habt ihr gemacht? Die Stampfattacke. Wie hast du das? Die macht man, indem man im Sprung Kreis drückt. Ah, okay. Ah. Dann zerlegen wir das Feld. Stampf. Okay. So, da rasten die drei Ritter völlig aus. Eigentlich sollen wir einen Dieb suchen. Ja, egal. Aber wir machen erstmal alles kaputt hier. In der Hoffnung, dass wir hier die, die Dreiecke finden. Da war wieder eins. Die Melonen kann man kaputt machen, die kleinen. Okay, stampfen wir los. Bisschen Melonenbrei machen. Jo. Okay. Ah, hier scheint nichts mehr zu sein. Oh, ich habe den Wagen kaputt gemacht. Der ist nicht kaputt, der ist nur Oh, der ist tatsächlich kaputt. So, wo müssen wir denn hin? Weiß das jemand? Ich weiß nicht warum, aber heute Morgen sieht alles viel lebendiger aus. Ich schätze, wir können hier auf dem Feld noch ein bisschen rumrennen, müssen dann aber wieder weiter nach rechts. Und einer ist gerade gestorben. Ja, das war ich. Ja. Okay, also dann... Ja, macht mal ohne mich. Weiter nach rechts. Irgendwann tauche ich wieder auf als Geist. Da kommt er von da hinten. Yeah. Ach, oh schön, mein Gott. Ausrasten. Also man kann mit dem Ritter eben ganz normal, wie man das schon kennt, Moment, Leute, ich glaube... Moment, ganz kurz. Ihr müsst zu mir rübergehen, in diesen Kreis da, um mich wieder zu beleben. Ah, okay, wir müssen da hinkommen. Also ich bin noch nicht da. Er muss einmal um mich rum. Bist du jetzt endlich da? Danke. Mann. Okay, lass weitergehen. Also man kann eben mit dem Schwert ganz normal angreifen, wie wir das aus Trial 1 und 2 schon gewohnt sind. Man kann hopsen, das kennen wir auch schon. Neu ist die Stampfattacke, die sieht dann so aus, da fliegt alles durch die Luft. Und das nach vorne preschen geht auch, damit kann man wahrscheinlich Dinge durch die Gegend schmeißen. Ah, da ist wieder ein 3. Und man kann auch so ein bisschen schweben, indem man im Sprung nochmal die Sprungtaste drückt und gedrückt hält. Dann kann man mit dem Schild über dem Kopf so ein bisschen schweben. Ah. Warte. Und mehr weiß ich nicht, mehr kenne ich nicht. Ah, tatsächlich. Okay. Den Rest lernen wir sonst im Verlauf des Tutorials. Wir sind ja wahrscheinlich im Tutorial. Natürlich. So. Wie ist denn das passiert? Okay. Ah, da oben ist das nicht auch noch was? Hier ganz oben, links? Ich glaube, das ist eher eine Lampe, aber wir können es mal versuchen. Oh, jetzt bin ich abgesprungen. Oh, ein Walljump. Walljump? Man kann offensichtlich Walljumpen. Interessant. Okay. Nee, das ist der Himmel, der durchscheint. Ja. Oh. Ah, stimmt. Walljump ist möglich. Entspannt euch, Leute. Wir gehen weiter. Wir sind völlig entspannt. Was für ein Chaos das schon ist jetzt hier. Oh, 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 oh. Da oben ist was. Wie kommen wir da hin? Walljump. Ja, klappt das? Oh, sehr nice. Es gibt Kobolde in der Höhle. Warte. Ah, das ist so eine Wippe, okay. Kann man das sprengen? Entspannt euch. Entspannt. Ging es hier oben rechts nicht weiter? Doch, doch. Wir müssen. Achso. Wir müssen da nur hinkommen. Genau. Aber jetzt geht's ja. So. Wetten wir los. So, einer kann schon mal vor.
Wir können auch alle gleichzeitig, oder? Ja, das ist doch kacke. Schön, einer nach dem anderen. Ja, sehr gut. Nicht schlecht. Riesenmelone. Taste 1, Taste 1. Okay, da ist noch einer drinne. 9 haben wir. Wie viel gab es hier? 11 Stück? 12, glaube ich sogar. 12 Stück, okay. Die sollten wir kriegen. Warte mal, ich glaube hier oben ist eine. Nein, tu das nicht. Hier ist noch so... Schieb die mal nach rechts. Geht das? Sehr schön. Ih, die ist ja kaputt. Von unten. Oh. Da, sehr gut. So, 10 Stück haben wir. Kannst ja nicht weit sein. Okay, da ist noch ein Elfes. Da ist noch eins. Wow, ey, Vorsicht mit der Kiste. Braucht mir die? Weiß ich nicht. Aber hier oben ist eins. Ach, da oben, okay. Oh, da können wir wahrscheinlich auch von der Seite aus. Okay. So, wie kommen wir da hoch? Ich glaube, von der anderen Seite ist das eher möglich. Bestimmt hätten wir die Kiste nicht gebraucht. Dann lass ich dich gehen. Shit. Leute, Moment. Ah, hier ist die Kiste. Ihr müsst mich verwechseln, guter Herr. Kann man die vielleicht irgendwie nehmen oder so? Man kann sie schieben, die Kisten. Ja, das ist auch gut. Also es tut mir leid, dass ich dir gedroht habe. Mein Fehler. Okay. Du hast hier nicht zufällig ein Schaf gesehen, das so aussieht wie deins. Es wurde von einem Kobold gestohlen, der... Ha, das war da drin. Okay. Okay, wir haben anscheinend irgendwie schon jemanden gefunden, der mit uns spricht. Wer war denn das jetzt? Nun, wisst ihr, ich habe dieses Schaf ganz woanders gestohlen. Lumpiger Dieb. Da ist der Lumpige. Du lumpiger Dieb, du. Oh, hier sind ja noch mehr. Oh, okay. Wir machen alles kaputt. Drück mal auf Start. Vielleicht steht dann... Ach Quatsch, wie viele wir sammeln dann einfach vor uns hin. Ich glaube, wir müssen den Dieb verfolgen. Okay, aber ich will nicht nochmal darunter springen. Okay, doch, schweben. Da geht's weiter. Schweben! Geronimo! Oh, das sieht richtig geil aus. Wuhu! Ey, mach keinen Quatsch. Ich stürze ab, oh nein! Wer schafft es? Ja! Jupp. Alle haben es geschafft, easy. Hat jemand gesehen, wie er weggeflogen ist? Er hatte so einen Gleiter dabei. Okay. Warte, vielleicht hinterher. Ist hier noch was. Hey, naja, gut. Warte auf uns. Du ja, Lump. Ich warte hier kurz in der Luft. Das ist ein stabiles Plateau hier. Haus kaputt. Mach keinen Quatsch. Stirbst ab. Okay, weiter geht's. Weiter? Alles klar, und los. Woohoo! Oh Mann, das sieht richtig cool aus. Jupp. Okay. Duff, gegen die Wand. Super. Jo, weiter geht's. Moment, hier sind noch ein paar Kisten. Oh, da sind noch Kisten. Fässer. Wieso? Nein! Oh, scheiße. Okay, oh, der Wagen haut auch ab. Tschüss, Wagen. Ah, ist egal. Wie ist egal? Ganz egal. Voll egal, brauchen wir nicht. Nochmal Neustart. Oh, das wär's auch. Okay. Auf holen wir alles im zweiten Playthrough. Okay, und hier sind gut, noch ein paar. Weiter going? Ach so. Okay, war da was drin oder ist es gerade... Nee. Okay. Auf zur nächsten Plattform. Und los. Ich bin schneller als du. So gleichzeitig. Niemals. Ach, scheiße. Wuhu. Gut, dass ich meinen alten Drachenschild habe. Mhm. In der Tat. Taste 2, 3, 11, 11. Wow. Geil. Arschbombe.
Okay, Moment. Wollen wir noch mehr? Hey, entspannt euch mal. Sieht lustig aus. Wir drehen völlig am Rad. Okay, lass... Boah. Hoffentlich brauchen wir die Kisten nicht mehr. Ja, natürlich. Oh, schön. Komplette Zerstörung. Wie wär's auch gern. Oh, da haben wir. Sehr gut. Wollen wir das hier rechts vorne auch kaputt machen? Mach alles kaputt. Mit welcher Taste macht ihr dieses A? Mit Dreieck. Genau. Ah. Sturmangriff. Jetzt geht's aber los. Okay, ich glaube, das wär's. Ja, aber nach rechts auch. Geht noch was, oder? Ich weiß nicht, ob er so weit kommt. Achtung. Oh. Ah, tatsächlich. Ah. Sehr gut. Okay. Yeah. Oh, was müssen wir jetzt machen? Ah, den Schild benutzen, alles klar. Easy. Das ist mit dem rechten Analogstick. Ah. Wer geht vor? Ich geh vor. Ihr Feiglinge. Folgen dir natürlich. Ja, komm, geht vorbei. Super, vielen Dank, Johann. Kein Problem. Kommen wir hier hoch. Ah, Mist. Walljump, ja, sehr gut. Yep. Das mit dem Wandsprung muss ich noch lernen. Ich bin verschwunden. Du bist doch da hinten noch. Ja, irgendwie ist hier noch hinten was. Da ist noch was, soll ich mitkommen? Ja. Ramm mal die Wand. Ah. Nee, Moment. Shit, wo sind wir denn jetzt? Ich bin da hinten. Ich komme gleich hier rauf. Ah, alles klar. Können wir da noch gegenrennen jetzt? Weiß nicht, ich glaube, okay. Das könnte man einstampfen oder so. Die Wand ist, zeigt sich unbeeindruckt. Na, dann wollen wir doch mal hier. Ah, wow. Okay, sehr da gibt's nichts. Ach so. Außer vielleicht. Und tot. Nee, scheint nicht zu sein. Alles klar, so. Wollen wir ein kurzes Folgenpäuschen einlegen? Ja. Es ist prinzipiell 17 Minuten her seit Folgenbeginn. Ja. Wir könnten ja einfach stehen bleiben und in der nächsten Folge rennen wir dann weiter los und fangen den Dieb und finden das Schaf und bringen es zurück zum Bauern. Und dann entschuldigen wir uns für die komplette Zerstörung, die wir angerichtet haben. Tun wir das. Klar. Dann bis zum nächsten Mal. Dann bis dann. Ciao. Ciao.